Wo hat der junge Bursche denn seinen Kopf? Einmal hier kurz unterhalten, weil ich habe zwei große Ankündigungen. Was heißt große Ankündigung? Aber auf jeden Fall zwei wilde Sachen. Die eine Sache wird euch nicht gefallen, die ich als erstes raushauen werde. Und zwar werden die Streams nächste Woche am Mittwoch und am Freitag ausfallen müssen. Hätte es verheiratet. Nein. Nein, das machen wir nicht. Wir sind zwar 52 Jahre alt, aber. Also, nochmal. Der Stream nächste Woche, das ist der 19. Januar und der 21. Januar 2022, wird ausfallen. Warum, Freunde? Jetzt haltet euch fest. Wer kommt drauf? Kommt irgendwer vom Chat drauf? Eigentlich müssen wir das auf dem Schirm haben. Paris Fashion Week! Ja, na klar! Freunde, nächste Woche ist die Fashion Week in Paris und die ganze Gang ist am Start. Zu wild! Wirklich geisteskrank. Ich freue mich unnormal. Wirklich unnormal. Das wird zu nice. Wichtig an der Stelle, ich weiß noch nicht, ob ich einen Vlog drehen werde. Ich glaube nicht. Ich sag ehrlich, weil ich will das so richtig so aufsaugen. Mäßig. Ich will gar nicht irgendwie rechts, links beschäftigt sein. Aber, ich überlege vielleicht einen IRL-Stream zu machen. Und auf jeden Fall, was passiert wird, ist, ich nehme euch auf Instagram full mit. Full. So, deswegen, ihr wisst, Instagram, ihr werdet da Einblicke kriegen, die inshallah. Krank werden. Ich freue mich unnormal. Crossfingers, dass hier Roni und so keine schriftliche Rechnung macht, by the way. Ja, irgendwie fühle ich mich gerade so, als würde ich selbst auf mich Auge machen. Aber ja, Mann. Ich habe richtig Bock. Alle sind dabei. Kelly, Telly, wir treffen uns mit Sanj und Pipapo, wirklich. The whole gang. Wir sind, glaube ich, irgendwie 6-7 Mann. Und ich bin auch am Überlegen, Freunde. Und da müsst ihr mir Feedback geben, ob wir vielleicht so einen, am Freitag vielleicht, also diese Woche Freitag, so einen Special-Stream machen, wo ich versuche, meine Kamera in mein Ankleidezimmer zu positionieren, dass wir gemeinsam für die Fashion Week Outfits zusammenstellen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas feiert. Und das haben wir auch noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wäre vielleicht interessant. I don't know. Folgt auf Instagram, Freunde. Das wird zu nice. Nächstes Announcement ist, es wird sehr, sehr bald, genaues Datum wird morgen auf ADR verkündet, ein Retouren-Drop von der Revolt-Kollektion geben. Viele haben gefragt, hey, wie sieht es mit Retouren aus? In der Vergangenheit haben wir teilweise Retouren-Drops zusammengelegt, weil einfach nicht genügend Retouren am Start war, die der Rede wert waren. Dieses Mal sind jetzt auch nicht sonderlich viele Retouren angekommen, sogar tatsächlich weniger als bei dem Intoxicated-Drop. Aber da wir mehr Pieces hatten, nämlich 10 Stück insgesamt, macht es vielleicht nochmal Sinn, falls der ein oder andere seine Größe nicht gekriegt hat oder nochmal eine andere Größe kaufen will oder was, whatever, das rauszuhauen. Aber genau das Datum werde ich wahrscheinlich morgen verkünden, wann das stattfinden wird. Das waren meine zwei Announcements. Ende der Durchsage. Freunde, Ende der Durchsage. Ihr wisst, die Fashion-Polizei ist mal wieder mit ihrer Sirene unterwegs. Und nein, wir gucken uns nicht mein LPU auf dem Hauptkanal an. Gerade schon angesprochen. Ihr wisst oder könnt ihr euch daran erinnern, dass wir hier vor 2-3 Wochen einen Shopping-Stream abgehalten haben. Und das Ergebnis meiner Ausbeute gibt es jetzt auf dem Hauptkanal zu begutachten. Richtig und richtig. Aber heute soll es nicht um dieses LPU gehen, sondern am selben Tag hat Victor Braun ein XXL Paris LPU 3.000 Euro plus Delfin rausgescheppert. Und da schauen wir jetzt mal drüber, ob das mit rechten Dingen zugeht, ne? Wichtig und richtig. Ich will vorschlagen, let's go. Und das Video startet schon wild. Ich zeige euch heute alles, was ich in Paris ergattern konnte. Gerade noch erzählt, dass ich auch nächste Woche da sein werde. Vielleicht können wir uns ja ein bisschen inspirieren lassen und ein paar Sachen nachkaufen. Die Sachen auch noch vorab. Wir fangen direkt an mit einem richtigen Banger. Wir haben ja Mani-Schuhe. Um genau zu sein, die Mani-Schirling-Mules. Die habe ich mir am Wochenende auch in Hand mal angeguckt. Wo habe ich mir die angeguckt? Ich glaube, im KDW habe ich mir die angeguckt. Das sind diese Slides. Toller Schuh. Wenn ihr die in Action sehen wollt, natürlich Instagram einfach abchecken. 690 Ocken für so ein schwarzes Slide ist schon heavy. Die aufmerksamen Freunde und... Aber sind wild. Euch erinnern sich. Würdet ihr koppen? Würdet ihr koppen? Eins, ja, zwei, nein. Beim letzten Paris-Aufenthalt habe ich mir nach langem Überlegen auch die grünen Slides. Habe ich auch in der Die habe ich da auch gesehen. Closet-Tour schon gezeigt, waren meine Lieblingsschuhe. Die wurden jetzt hier vom schwarzen Schirling abgelöst. Ich bin komplett auf diesem Mule-Slipper-Film. Es ist einfach gemütlich morgens. Ich sage euch ehrlich, ich finde die Slides nice.
Und ich kann die auch verstehen und so, alles cool, aber, ich würde die nicht nutzen. Ich würde die halt legit als Hausschuhe verwenden. So, als Hausschuhe. Dafür wäre mir das Geld einfach nicht wert. Dann hole ich mir lieber Gucci Slides. Spaß beiseite. Freunde, jetzt by the way, jetzt war gerade, weil wir über Hausschuhe quatschen, habe ich euch diesen Geheimtipp habe ich euch schon mal gegeben. Aber für all diejenigen, die noch Hausschuhe brauchen, für diese kalte Jahreszeit, die sind eine 10 von 10. Haben wir hier die Tasman Boots. Sind eigentlich Hausschuhe. Hier, das ist allerdings die Variante aus Gummi. Und ihr habt hier einen Socken, der nochmal mit... ein bisschen auf Balenciaga Socks angelehnt. Shirling gefüttert ist. Ich glaube, die würden Victor auch stehen, die Ciagas. Ihr habt ja diesen Look der Hausschuhe. Und ich sage euch ja immer, ich bin momentan wirklich Slipper, Slip-Ons, Mules, was auch immer. Ein sehr großer Fan von. Ja, ist schon sein Look. Ich sag ehrlich, ist schon sein Look. Der wäre nix für mich, to be honest. Wirklich, würde ich mir nicht kaufen. Es passt zu ihm. Es passt zu ihm, es passt zu seinem Style. Deswegen soll er machen. So, I'm not mad. Versuche ich jetzt gerade aber was anderes zu zeigen, weil ich habe super krasse gestern noch gesehen. Und so Slipper war das, glaube ich. Das waren auch so Slipper. Das sind zwar jetzt keine Axt, aber das sind Crocs. Ich werde euch jetzt Crocs zeigen, die mich sehr, sehr an die Schuhe erinnert oder die in diese ähnliche Richtung gehen, wie uns Victor gerade gezeigt hat. Ohne Witz, die will ich mir safe grabben. Chat, was sagt ihr? In diesem grünen Colorway. Die können was, oder? Die kommen schon sehr, sehr wild. Auch der Colorway insane. Inspired by Victor Braun. Ihr könnt hier einfach reinschlüpfen, habt hier wie gesagt noch einen Socken, der das Ganze flauschig und kuschelig warm hält. So, als nächstes kommen wir zu einem ganz heißen Produkt. Und zwar haben wir hier nicht nur eine, sondern zwei Paar Jeans. Die beiden sind von Acne. Hier hinten sieht man es. Ja. Jetzt? Jetzt im Sale 50% reduziert. Traurig, Smiley. Also, Victor, vielleicht brauchst du noch mal so einen Kurs im Schnäppchenjäger-Dasein. Meld dich gerne bei mir, weil da sind wir Spezialisten diese drin. Diese Sandwashed, also die ist ein bisschen aufregender. Ist halt, wie gesagt, so sandgewaschen. Hat einen richtig coolen Look. Die hat 300 gekostet und natürlich, als ich eben die Produkte für euch raussuche, sehe ich auf 150 Euro reduziert. Oh, so eklig dieses Feeling, ne? Direkt schlafen legen. Ohne groß reden, direkt schlafen legen. Erstmal Nickerchen gegen Kopfschmerzen. Ihr kennt den alle. Was will man da machen? Hier, wie gesagt, einfach so eine normale Blue Jeans Variante. Hat echt einen geilen Fit. Wenn ihr das sehen wollt, wie gesagt, schaut einfach auf Insta vorbei, die letzten beiden Bilder. Dann wollen wir das doch direkt mal machen. Ah, Freunde. Wie dieser junge Mann hier richtig kommentiert hat, die stagnen Vibes wurden auf jeden Fall gesaved, deswegen absolute Empfehlung für die beiden Hosen von mir, ja. Gerade im Sale für 150 Glocken, ihr wisst, zwei zum Preis von einer hier an der Stelle. Noch eine kleine Unterbrechung für die Girls. Ich habe nämlich auch einen Teil für die gute Ebe gekauft. Wir haben hier... Ah, spendier, Victor. Ein Dustback. Auch Jacquemus. Ja, ein Cropped Cardigan. Und das Krasse ist hier... Ja. Das Jacquemus-Logo sozusagen als Schnapp. Okay, der kommt wild. Angezogen sieht das Ganze dann so aus, aber ich rufe die... Wir werden hier einfach weggebannt, ne? Danke, Victor. Wie führt euch das dann vor? Kommst du kurz? Freunde, den einen oder anderen habe ich gerade schon gesehen, wie er sich gefreut hat, dass das jetzt was? Hier live on Cam anprobiert wird. Aber so... nicht, Mann. Ich hatte eher Panik. Ja, nicht, dass sie mir wirklich noch weggebannt werden. Vorne, ne? Das Ganze gibt's für 230 Euro. Wirklich sehr krasse Qualität. Sehr dick. Ich pack's nochmal kurz aus. Also sehr... Ey, Stoff ist schon wild. Ich weiß gar nicht, geht das in so eine Mohair-Richtung? I don't know, aber ich feiere es immer, wenn die Stoffe so auch gerne ausgefallen sind. Und das ist auf jeden Fall ein ausgefallener Stoff. Ich finde das Grün sehr angenehm. Fällt mir vom grünen Colorway, sorry für diesen Front, aber gefällt mir besser als das... Bottega Veneta Grün. Mit diesem haarigen Look. Doch. Wirklich was sehr Besonderes, wem die Farbe jetzt nicht zusagt. Es gibt es auch noch in Beige, in Pink, in Rot. Und zwar haben wir hier einmal ein paar Socken mit einem verstärkten Fußbett mit dem Jacquemus Logo. Jacquemus Socken kaufen. Einfach dieser atomreiche Flex. Richtig krasse Qualität. Haben 35 Euro gekostet, habe ich im The Next Store
wer den Paris-Vlog geschaut hat, den verlinke ich euch auch nochmal hier. In der grauen Variante gibt es auch noch in anderen Farben. Zweites Teil, ihr habt es wahrscheinlich auch schon auf Insta gesehen, eine Mütze. Ah, das ist wild, das Ding. Das ist wild. Passt ja auch schon im letzten Video an. Könnt ihr so zumachen. Ja, das ist Baba, no joke. Hat 100. Auf Anglerhut. Wirklich, das ist so ein Ding. Ich will das meinem Opa zeigen. Ich will damit rausgehen. Er wird denken, Bro, sag doch Bescheid, ich komme mit dir angeln. Wirklich, er so, hä, was mit dir? Sag, ruf ich doch, dass ich mit dir angeln gehen soll. Ich so, ja, nein, Opa, das ist für Style, dies, das. Er so, wirklich, er will mir Vogel zeigen. Aber habe ich ebenfalls in The Next Door am nächsten Tag gekauft, nach den Socken. Das gute Stück, Freund, hatte ich mir auch mal überlegt zu koppen. Es ging in eine ähnliche Richtung. So für Safari-Pad wäre das auf jeden Fall schon ein wildes Ding gewesen. Aber zugegebenermaßen sind das halt dann mehr so diese, sich ausgedrückt, Instagram-Pieces, womit man mal schön ein Bild macht und dann, weiß ich nicht, in der Ecke vergammeln. Oder halt, nächste Woche auf der Pariser Fashion Week könnte man das rocken. Ihr erinnert euch, ich hatte letztes Jahr schon mal ein schickes Paar Handschuhe. Und damit meine ich nicht die guten Dinger, sondern schwarze Skihandschuhe, die habe ich leider in einem Uber verloren. Somit war ich dazu gezwungen. Also warte mal kurz. Victor kauft sich Sachen, die nicht im Sale sind und eine Woche später doch im Sale sind. Er kauft sich Sachen, die er dann in irgendeinem Taxi verliert. Wo hat der junge Bursche denn seinen Kopf? Ich weiß auch nicht, was ich meine. Und zwar mit dem Prada-Logo sind Nylon-Handschuhe, wie gesagt, Ski. Ja, 580 haben die gekostet. Wirklich tolle Handschuhe hier, die könnt ihr hier nochmal an der Seite. Ja, so schwarze Prada-Ski-Handschuhe. Ich bin mir sicher, ohne dieses Prada-Tag gibt es die auch für 80 Euro. Verstellen, wie gesagt. Arbeiten Sie da nicht vom Prada? Und vielleicht nicht so diesen dicken Stoff. Prada-Nylon-Ski-Handschuhe. Cross Fingers an der Stelle, dass sie diesmal nicht verloren gehen, ja? Wir wollen hier kein böses Auge machen. Paket, was ich wirklich, das kam auch heute mit der Post, einen Hoodie. Und zwar ist das der Raglan-Hoodie von Earl. Hat 115 Euro gekostet, fühlt sich von der Quali auch ganz gut an, sieht aber so aus. Freunde, ich möchte jetzt gar keine Werbung machen, aber so vorne, ihr seht, dass es jetzt rusht und wenn es fokussiert, es fusselt. Wir bei VBS haben jetzt einen Stoff entwickelt, der flauschig ist, aber durch ein bestimmtes Verfahren, was wir benutzen, innen drin vermeidet, dass es fusselt. Also ich würde ganz gerne den Hoodie mal angezogen sehen, aber so sieht der jetzt eher nach Uniqlo aus als alles andere. Fusselt. Ganz vermeiden kann man es, glaube ich, nicht, allerdings sind wir da schon ein bisschen weiter als Earl. Aber wie gesagt, wir haben hier die grau-rote Variante des Raglan-Hoodies. Raglan, die Naht ist nicht an der Schulter, sondern ihr habt hier sozusagen keine Schulternaht und der Ärmel ist direkt am Kragen. By the way, Raglan-Hoodies haben wir tatsächlich ja schon mit ADR mal rausgebracht. Wer kann sich daran erinnern? Wichtig. Ne? Oh, der ist wild, den habe ich schon angezogen bei ihm gesehen. Ja. Sweater, ähnlich zu den Schuhen, haben wir hier in der Braun. Der geht ein bisschen in die Richtung von Demani, ja, den ich mir, wie gesagt, da im LPU, im Farfetch-LPU gekauft habe, oder den wir auch in der Vergangenheit bei sehr vielen anderen gesehen haben. Aber er trumpft nochmal mit so einem anderen Design. Sehr wildes Ding. Braun-Grün-Variante. Hier seht ihr auch jetzt für die mich, oh Gott, korrigiert mich, aber bestes Piece. Ja, ja, safe sogar. Safe. Safe, bestes Piece. Mit diesem Jacquemus Crop Top für die Damen und der Mütze. Neue in beige-gelb, auch ein sehr, sehr krasser Colorway, also für alle, denen dieser Mohair-Sweater gefällt. 390 Glocken mit Mohair-Sweater geht das sogar noch. Mohair ist auch in der Produktion relativ teuer. Ihr könnt da gerne zuschlagen für 390 Euro ist dieser gute jetzt im Sale Sweater für 190 in eurem Besitz. Hierzu natürlich auch schon ein Bild online auf Instagram. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe. Ja, ich glaube, wir haben das Ganze gut zusammengefasst, oder? Bestes Piece, safe der Agnes-Sweater. Schwächstes Piece, der Earl-Hoodie, der hat mir jetzt nicht so gut getaugt, sage ich euch ehrlich. Aber ich habe ihn auch nicht angezogen gesehen, deswegen will ich hier nicht zu forsch urteilen. Aber zusammengefasst, ein bisschen andere LPUs als sonst. Bild. Gerne mehr, Victor. Wir wollen mehr Aktivität auf YouTube haben. Wichtig und richtig an der Stelle.